Warum ist die Brustverkleinerung eine sehr, sehr sinnvolle Operation? Schönheitswissen. Herzlich willkommen bei Schönheitswissen, dem Kanal der Doro-Klinik, mit vielen Videos rund um das Thema Schönheitschirurgie und schöne Zähne. In diesem Video erfährst du, warum die Brustverkleinerung für unsere Patienten eine sehr, sehr schöne Operation ist, die sehr viel Lebensqualität schafft. Sehr viele Frauen kommen zu uns, weil sie unter ihren großen Brüsten leiden. Patientinnen haben oft BH-Größen in Richtung G, E, F. Das sind also wirklich extreme Größen an Brüsten. Und so sehr manchmal in der Gesellschaft man meint, dass größere Brüste attraktiver sind, so sehr kann das auch ins Gegenteil verfallen, wenn die Brüste zu groß sind. Was macht man bei zu großen Brüsten und warum sind die so belastend? Der Hauptgrund, warum die großen Brüste so belastend sind, ist das Gewicht und auch der Hautkontakt. Die Patientinnen berichten uns häufig, dass sie unter der Kontaktstelle von der Brust zum Körper schwitzen, Hautentzündungen haben, dass es besonders im Sommer sehr unangenehm ist und dass sie sehr, sehr große, starke BHs brauchen. Manche tragen zwei, drei BHs übereinander, um die Brust überhaupt richtig halten zu können, und die schneiden natürlich extrem ein. Das macht Hautabschürfungen, das macht Beschwerden und für die Schultern und für den Rücken ist es natürlich sehr, sehr belastend. Und deswegen ist eine Brustverkleinerung eine sehr, sehr sinnvolle Operation. Denn wir erleben es jeden Tag, dass die Patientinnen nach dem Eingriff komplett anders in unsere Sprechstunde kommen, viel aufrechter gehen, dass sie sich wieder wohlfühlen, dass sie keine Hemmungen mehr haben im Alltag. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der die Lebensqualität extrem positiv beeinflusst, wenn die Patientinnen nicht mehr Angst haben müssen, dass sie angestarrt werden, dass ständig Blicke auf sie gerichtet sind, wegen den großen Brüsten. Ein weiterer Faktor ist das Bewegen im Alltag und auch das Sportmachen. Sportmachen mit großen Brüsten, mit extrem großen Brüsten, ist sehr, sehr belastend. Joggen geht schon fast gar nicht mehr. Und häufig kommt das auch zusammen, dass Patientinnen mit größeren Brüsten gerne auch noch ein bisschen abnehmen möchten und Sport machen möchten. Und das ist dann da häufig fast gar nicht möglich. Ein weiterer Punkt ist auch noch der Klamottenkauf. Sehr schwer mit großen Brüsten, denn die Größen sind nicht unbedingt so ausgelegt. Von Blusen, von Tops, von T-Shirts, dass es immer mit den großen Brüsten zusammen harmoniert. Auch bei BHs wird es schon sehr, sehr schwierig, da die richtigen Größen zu finden. Und das ist auch wieder so ein Grund, der dazu führt, dass die Operation mega sinnvoll ist und sehr, sehr viel Lebensqualität bietet. Stell dir vor, du würdest deine zu großen Brüste verlieren und du hättest eine normale Brustgröße, mit der du dich im Alltag normal bewegen kannst, wo du keine Hautreizungen mehr hast, wo kein BH mehr einschneidet und du einfach aufrecht durchs Leben gehen kannst und ganz neues Selbstbewusstsein genießen kannst. Freu dich darauf und deswegen trau dich, die Operation zu machen. Es lohnt sich sehr und gibt sehr, sehr viel neue Lebensqualität und Selbstbewusstsein. Wenn du dich noch mehr für das Thema Brustverkleinerung interessierst, dann schau einfach in unsere Playlist, da findest du noch viele andere Videos rund um das Thema. Wenn du durch das Video jetzt schon so weit bist, dass du dich trauen würdest, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen und wirklich einen Schritt weitergehen möchtest, dann empfehle ich dir, dich bei uns beraten zu lassen, unverbindlich vorbeizukommen und zu schauen, was individuell für dich die richtige Lösung ist, damit du bald unbeschwert durchs Leben gehen kannst.